Hallo nochmals. Ich glaube, dass ich mit den Berechnungen fast fertig bin. Wir haben diesen Ausdruck vereinfacht und erhalten 25 mal Sinusquadrat 15 Grad plus Cosinusquadrat 15 Grad. Wir haben 25 ausgeklammert und festgestellt, dass Sinusquadrat plus Cosinusquadrat von demselben Winkel 1 gleich ist. Ich kann das weiter vereinfachen. Lass mich die Farbe ändern. Also 25 plus 100 minus 100 mal Cosinus 15 Grad und das ist gleich m Quadrat. Das ist ein frei gewählter Buchstabe, der mit der Aufgabe nichts zu tun hat. Und der gleich 125 minus 100 mal Cosinus 15 Grad ist. Nun brauche ich den Taschenrechner, um eine endgültige Antwort zu erhalten. Aber ich kann so gut wie keine Fehler machen, nachdem ich alles vereinfacht habe. Also, Cosinus 15 Grad. Ich schreibe das auf. Ihr könnt einfach den Taschenrechner oder die Tabelle verwenden, um ihn zu bestimmen. Er ist 0,965 9,3 gleich. Also, das ist gleich 125 minus das mal 100, stimmt's? Was erhalten wir, wenn wir das 100 mal multiplizieren? Das ist einfach minus 96 mal 0,503. Und das ist einfach 100 mal Wert von Cosinus 50 Grad. Nun nehmen wir einen Taschenrechner und rechnen. 125 minus 96,593 ist gleich 28,407. Also m Quadrat ist gleich 28,407. Das heißt, dass m der Wurzel daraus gleich ist. Und das ist circa 5, stimmt's? Also 5,3298. Wir sagen einfach, dass m gleich 5,33 gleich ist. Das war's. Unser armer Captain soll noch die genaue Richtung festlegen. Er soll sich auch Gedanken über den Strömungen und sonstiges machen. Er hat aber uns nicht danach gefragt. Diese Frage werden wir also nicht beantworten. Wir können ihm nur sagen, dass er 5,33 Meilen mehr fahren soll. Hoffentlich habt ihr alles verstanden. Falls nicht, dann könnt ihr euch dieses Video nochmal ansehen. Alles Gute!